Breaking News, liebe Zuschauer, hier bei Pearl TV. Unser tolles Sim Valley Mobile Handy, und zwar ein XL-Handy, ist endlich wieder lieferbar. Dieses Handy hat so viele Vorteile und die möchten wir Ihnen jetzt gerne vorstellen und zeigen. Natürlich bin ich nicht alleine, der Liberal ist bei mir. Ja, und für die Jugend und auch fürs Mittelalter ist mittlerweile so ein Smartphone natürlich selbstverständlich. Unser Heimcomputer, den wir jederzeit nutzen können. Aber jetzt gehen wir mal eine Generation, vielleicht auch zwei Generationen nach oben. Zu meinen Eltern zum Beispiel, sind jetzt beide um die 75 Jahre alt. Da ist so ein Handy noch gar nicht selbstverständlich. Viele in dieser Altersklasse wehren sich auch dagegen. Ja? Die sagen, oh nee. Mhm. So, aber jetzt möchtest du als Kinder oder als Enkel doch ein bisschen ein gewisses Maß an Sicherheit haben. Natürlich. An Erreichbarkeit. Klar. Und auch den älteren Leuten eine Sicherheit geben. So, ja. Und jetzt haben wir hier ein Handy, das erstens mal unglaublich übersichtlich ist. Da sehen wir es, und ich mache jetzt gerade mal das Display an. Sie sehen auch sehr, sehr große Buchstaben, auch die Tastatur, sehr, sehr groß und übersichtlich. Erinnert eigentlich an die ersten Tastentelefone damals, stimmt, der Telekom, die man hatte. So, und damit, da ist jetzt auf allen Schnickschnack verzichtet. Also wir haben hier kein Smartphone, sondern wir haben ein Handy, sodass man jederzeit erreichbar ist. Auch wenn man will und soweit ist, auch mal SMS empfangen kann. Aber jetzt kommen wir zum Thema Sicherheit. Hier haben wir auf der Rückseite einen Knopf, und den finde ich unglaublich wichtig. Guck ich mal. Sehe einen riesigen roten Punkt. Das Richtig. Ist ein Knopf? Richtig. So, und wenn du, das ist ein SOS-Knopf. Ach. Wenn du hier jetzt eine Weile drauf bleibst, und das muss man halt seinen Eltern oder seinen Großeltern sagen, dann telefoniert das Handy automatisch mit bis zu fünf hinterlegten Nummern. Die versucht es anzurufen, und denen wird dann gesagt, hey, hallo, hier, dem Besitzer des Handys, da ist irgendwas passiert. Ja? Und wenn du jetzt gar nicht mehr sprechen könntest, also als Besitzer dieses Handys, wissen die ja, okay, da ist was passiert, ganz schnell hin. Oder die entsprechenden Stellen natürlich alarmieren. Oder man ist gestürzt zum Beispiel, liegt irgendwo und kann sich nicht mehr rühren. Da kann man sagen, oh, ich lieg da, ich bin gestürzt. Ohne, dass ich vorher noch irgendwelche Telefonnummern raussuchen muss. Sondern hier, auch bei Kindern wäre das natürlich fürs erste Handy. Viele Kinder gehen jetzt, wenn sie in die weiterführende Schule gehen, in Baden-Württemberg fangen die ja in der 5. Klasse an. Stimmt. In Berlin, glaube ich, erst in der 7. Klasse. Aber gerade auch in Baden-Württemberg kommen dann auf Schüler oftmals Busfahrten. Ja, du fährst einfach 20, 30 Kilometer in deine Schule. Ja. Und auch da kann mal was passieren. Oder ein Sportunfall. Und dann ist es doch schön, wenn ich einfach mal so ein ganz einfaches, schlichtes Handy dabei habe für den Notfall. Und hier hat man jetzt gerade gesehen, es gab einen Notfall. Da hat sich ein Junge verletzt beim Fußballspielen. Und der Bruder hatte dieses tolle Handy einmal auf den Knopf gedrückt. 5 Nummern kann man hinterlegen. Das heißt zum Beispiel die Eltern, dann aber natürlich auch die richtigen Rufnummern, wie zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, was auch immer man dann braucht in diesem Moment. Die kannst du als Kurzwahl machen. Kurzwahl also bei, sogar. Beim Notfall würde ich nicht die Feuerwehr, weil du gibst ja keine Meldung ab, sondern du musst das an Bekannte von dir machen. Also jetzt in dem Fall, wenn es die Großeltern sind, die Enkel oder die Kinder. Okay. Und dann bekommen die auf ihrem Handy oder ihrem Festnetz, bekommen die eine Nachricht. Und das ist ein sogenannter Garantanruf. Also das Handy merkt es auch, wenn da jetzt zum Beispiel besetzt wäre oder wenn da nur ein Anrufbeantworter dran geht, dann wird das wiederholt, sodass man also absolut auf der sicheren Seite ist. Und dann können diese Menschen eben dann weiterhelfen und die Benachrichtigung weitergeben. Ich weiß es jetzt. Angenommen, deine Großmutter hätte so ein Handy und du siehst, dieses Handy ruft mich an, aber ich höre nichts. Dann weißt du, war die SOS-Taste. Ja. Ja, also ist irgendwas passiert. Dann weißt du, wen du anrufen musst. Wo hält sie sich normalerweise auf? Von mir aus im Seniorenheim oder sie wohnt auch noch alleine oder Feuerwehr. Das kannst du dann verständigen. Ja? Toll. Und hier haben wir noch eine kleine Option, die finde ich persönlich auch sehr praktisch, wenn wir da unten hinschauen. Hier auf der Seite haben wir so einen Schalter, sehen Sie, da habe ich jetzt noch eine kleine Taschenlampe, mit der ich im Notfall unter Umständen auch noch auf mich aufmerksam machen kann. Mhm. Aber auch, wenn ich mal heimkomme und es ist dunkel, kann ich hiermit wunderbar in den Weg leuchten. Und noch eine Kleinigkeit ist es, du weißt es selber, du hast ja ein Smartphone, das Ladekabel ist nicht immer so einfach anzuschließen. Mhm. Ja? Und ich sag mal, je älter man wird, desto schwieriger wird es. Deshalb haben wir hier eine tolle Ladestation. Und
Und damit lädst du, wenn du heimkommst, die, eben die Oma, dann stellst du einfach ihr Handy hier rein, guck so. Toll. Und dann lädt es super auf. Du musst nicht zielen, nichts, stellst es hin und am besten irgendwo im Flurbereich aufstellen vielleicht, damit es nicht vergisst oder die Großmutter es nicht vergisst oder der Großvater, wenn er weggeht, einfach in die Tasche stecken und dann immer gesichert sein. Das ist ganz toll. Und selbst wenn man schon ein Smartphone oder ein Handy besitzt, so ein Handy zu haben mit so einer Notruftaste, das sollte man wirklich sich zulegen. Und bei diesem tollen Preis, liebe Zuschauer, 28,41 € für ein Notfallhandy, das ist kein Geld. Und da finde ich, hier sollte man auf jeden Fall zugreifen. Vielleicht auch die Kinder oder die Enkelkinder der Oma und dem Opa eins schenken. Oder auch andersrum, wenn ihr Kind viel unterwegs ist, wenn es gern eben mal hier rausgeht zum Fußballspielen, sagen so, du darfst, aber nimm bitte das Notfallhandy mit. Richtig. Erstens mal kannst du deine Kinder erreichen, jetzt wenn wir bei den Kindern sind. Zweitens können die im Notfall natürlich auch den entsprechenden Knopf drücken. Mhm. Andersrum, jetzt sind wir wieder bei den älteren Herrschaften. Man hat ja heute, früher war es so, da war einfach nur, der Vater war berufstätig, die Mutter war zu Hause. Und dann konnte die Mutter auch mal nach der Großmutter schauen. Heutzutage ist es überall so, dass beide Teile gleichwertig arbeiten. Das stimmt. Ja? Das heißt, du bist immer den ganzen Tag unterwegs. Und dann ist es doch schön zu wissen, dass die Oma oder der Opa oder die Uroma oder der Uropa wenigstens ein Handy dabei hat. Und wenn mal irgendwas wäre, ich sofort benachrichtigt werde über diese SOS-Taste. Und das gibt auch ein Gefühl von Sicherheit, dass man weiß, sie haben so ein Handy, die sind sicher. Und wenn eben was passiert, ein Knopfdruck und dann werden eben diese 5 Nummern, wo sie ausgewählt haben, benachrichtigt. Die können dann Hilfe holen oder eben gleich zu ihnen fahren. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich bin ganz happy, dass es so eine tolle Möglichkeit gibt, ein Notrufhandy und zu so einem fantastischen Preis 28,41 €. Aber natürlich ist es nicht nur ein Notrufhandy, es hat natürlich alle Funktionen, die man braucht. Du kannst ganz normal damit telefonieren und das machst du dann, kannst du mit einem Vertrag machen, musst du aber nichts. Holst du dir eine günstige Prepaid-Karte, zum Beispiel Aldi Talk, Little Talk und was weiß ich, was es da alles gibt, dann hast du also ganz, ganz wenig und vor allem überschaubare Zusatzkosten und trotzdem bist du immer sicher. Hier kann man natürlich auch ein Telefonbuch, wir können die Nachrichten anschauen, genau. Zwei Schnellwahltasten haben wir, wo ich also jetzt zum Beispiel von meinem Tochter oder Sohn oder von mir zu Hause die Nummer hinterlegen kann. Mhm. Und dann natürlich noch die Möglichkeit, fünf Nummern in die SOS-Taste zu hinterlegen. Also eine tolle Sache. Und du siehst, wie übersichtlich hier oben dieses Display ist. Das ist Farbdisplay. Toll. Groß, also, übersichtlich, Farbdisplay, sogar Multimeter haben wir hier dabei. Also man muss auch auf nichts verzichten. Hier ein Radio sogar. Richtig, also auch das kannst du nutzen. Dann brauchen wir allerdings die... Hier läuft das Radio. Jetzt hast du aber zufällig noch was ganz Tolles eingesetzt. Wirklich? Nämlich die Freisprecheinrichtung. Haben wir natürlich auch noch. Ich habe gerade gedacht, das ist aber ganz schön laut für ein Handy. Ja, also die Freisprecheinrichtung haben wir auch noch. Wenn du das möchtest, kannst du auch frei sprechen. Du musst es also nicht die ganze Zeit am Ohr halten. Also ganz, ganz toll. Mhm. Super. Ja, ein ideales Gerät wirklich für alle, die sich ein bisschen, Sorgen machen um ihre Angehörigen. Aber jetzt bin ich von der Tonqualität, bin ich ja unglaublich. Super, oder? Das hört sich an wie eine kleine Stereoanlage hier. Wahnsinn, ja. Ganz toll. Also man hat wirklich alles dabei und eben noch diese super Zusatzfunktion, das finde ich wirklich ganz, ganz toll und der Preis ist absolut fantastisch. 28,41 €, liebe Zuschauer, mit der PX3869 und der 569 können Sie dieses tolle Handy bestellen. Ja, das ist ein phänomenaler Preis, zumal wenn ich hier nicht vertragsgebunden bin, also in keinster Weise, ich kann einfach eine günstige Prepaid-Karte reinmachen und dann telefonieren damit und dann wieder kostengünstig natürlich aufladen. Radio kann ich hören, SOS-Taste habe ich drin und natürlich kann ich auch SMS schreiben und empfangen. Also wirklich mal wieder ein Handy reduziert auf das Wesentliche, aufs Telefonieren, auf SMS und vor allem für den Notfall. Also für mich ein unglaublich tolles, übersichtliches Notfallhandy. Super, wirklich, ich bin begeistert. Ein ganz, ganz
tolles Handy zu einem super Preis, liebe Zuschauer. Die Notruftaste, also unbedingt sich das zulegen oder eben verschenken, wenn Sie vielleicht jemanden kennen, wo Sie sich gerne sicherer fühlen, wenn er einfach diese Möglichkeit hat und dieses tolle Handy benutzen kann und dann eben die Notruftaste ganz schnell bestellen. 28,41 Euro und das mit der PX 3869 und der 569 und dann ganz viel Spaß damit.